I am the Jochen und das ist der Frühsport für Montag, den 13. März 2023. Schönen guten Morgen. Wir haben einiges zu berichten heute vom Fußball. Wir sind gleich bei den Tabellen aus Deutschland. Erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, Frauenbundesliga, ihr kennt das ja. Wie jeden Montag gucken wir gleich drauf. Erstmal ziehen wir noch kurz Bilanz über das Wintersportwochenende. Was es dort gab. Zum einen eine Veranstaltung, die ich bisher völlig ignoriert habe hier, nämlich die Short-Track-Weltmeisterschaften fanden statt in Seoul in Südkorea. Und das Ding ist durch. Was wollen wir sagen? Der Medaillenspiegel gewinnt die Niederlande. 5-mal Gold bei 9 Entscheidungen. Das ist doch durchaus drückend, würde ich sagen. Südkorea hier auf Platz 2. Und das war die Short-Track-WM aus deutscher Sicht leider keine Medaillen. So, haben wir das schon mal erledigt. Dann kommen wir zur nordischen Kombination. Die Frauen sind durch mit ihrer Saison. Haben wir gestern drüber gesprochen. Bei den Männern geht es noch ein kleines bisschen weiter. In Oslo gab es gestern einen Wettbewerb. Den gewann wie immer Jarl Magnus Riebe. Wie immer stimmt hier nicht ganz. Westphal Hansen bei den Frauen hat immer gewonnen hier. Jetzt habe ich Schluck auf, Entschuldigung. Jetzt gab es auch mal ein paar andere, die gewonnen haben. Aber aus deutscher Sicht toll. Auf dem Podest steht Vinzenz Geiger an 2 und Julian Schmidt auf 3. Wollen wir mal nicht meckern. Nächstes Wochenende, nee, übernächste Woche geht es zu Ende in Lahti mit der Saison. So, dann kommen wir zum Skispringen, zum Raw Air. Das ist ja die skandinavische oder die norwegische Vierschanzentournee. So ein bisschen nur halt über 3 Schanzen. Oslo, Lillehammer und Vikersund. Oslo ist durch. Das zweite Springen gestern bei den Damen geht an Emma Klinetz. Die hat das Ding gewonnen. Und in der Gesamtwertung liegt sie auch vorne. Die Deutschen haben gestern das Podest knapp verpasst, sind in der Gesamtwertung aber auch gut platziert. Auf der 4 Selina Freitag und auf der 5 Katharina Althaus nach den ersten 4 Wettbewerbstagen. Aber wie gesagt, das Ding geht weiter. Diese Raw Air Tour, wir behalten das im Auge. Bei den Männern geht es ebenfalls weiter. Da gab es gestern in Oslo den Sieg von Stefan Kraft. Aus deutscher Sicht hat Wellinger an 8, Eisenbichler auf 9 und Karl Geiger auf der 12. Das bedeutet bei den Männern, Fussel im Mund auch noch, bitte mal schlimmer, Schluck auf den Fussel, ist alles dabei. Bei den Männern in der Gesamtwertung sieht es jetzt so aus, Stefan Kraft liegt vorne nach dem dritten Tag, vor Anselanischek und Granerüth, Geiger auf der 6 und Wellinger auf der 7. Das ist hier die Rangfolge und heute gibt es auch wieder Skispringen von der Raw Air Tour, nämlich das nächste Frauen-Wertungsspringen um 16.20 Uhr auf Eurosport 1 und dann am Abend um 20.30 Uhr. Die nächste Qualifikation der Männer, das ist dann aber alles aus Lillehammer. Also Oslo ist jetzt durch. Lillehammer heute Abend nochmal Station. Wer Lust auf Skispringen hat, wird da also ganz gut bedient. Aber nur auf Eurosport 1. Es wird in öffentlich-rechtlich meines Wissens nicht gezeigt. Ich glaube auch nicht, dass es da Streams gibt. Ist mir nichts bekannt zumindest. Nee, habe ich nichts gefunden. Also Eurosport ist euer Freund, wenn ihr Skispringen gucken wollt. Wenn ihr Hockey gucken wollt, könnt ihr die Pro League heute Abend gucken, heute Mittag. Ein weiteres Spiel, Indien gegen Deutschland um 14.40 Uhr auf The Zone das Ganze. Und damit sind wir beim, Wintersport noch gar nicht durch, oder? Wie unhöflich. Ich habe erst groß Wintersport angekündigt, jetzt müssen wir auch durchziehen. Sonst nichts Dramatisches passiert, aber ein paar Ergebnisse habe ich noch. Die will ich doch hier ganz kurz fallen lassen. Biathlon-Massenstart in Östersund. Bei den Männern geht der Sieg nach Norwegen. Wer hätte es gedacht? Sieger ist Vetlis Jostad Christiansen. Bester Deutscher Benedikt Doll auf der 8. Und bei den Damen gewinnt Dorothea Viera aus Italien. Vanessa Vogt wird hier 7. Und damit beste Deutsche. Skilanglauf der Frauen in Oslo, 50 Kilometer, jetzt zum ersten Mal 50, früher sind sie immer 30 gelaufen, jetzt laufen sie auch 50 wie die Männer. Sieg geht an Ragnhild Hager aus, ja richtig, Norwegen. Viktoria Karl auf Platz 15, einzige Deutsche im Feld. Riesenslalom der Männer in Kranjska-Gora, da geht der Sieg an Marco Odermatt und die Deutschen haben den zweiten Lauf dort nicht erreicht. So, das war der Wintersport, sind wir durch. Dann hüpfen wir schnell noch zum Radsport rüber. Da ging die letzte Etappe bei Paris Nizza über die Bühne, die war jetzt nichts Dramatisches mehr, aber Tadej Pogacar hat sie sich nochmal sichern können. In der Gesamtwertung gewinnt er das Ding vor Gaudu und Vingegaard. Und dann gab es noch die Tirreno Adriatico, letzte Etappe, die geht an Jasper Philipsen aus Belgien. Und in der Gesamtwertung hat sich auch vorhin nichts mehr getan, wie schon gestern prophezeit. Roglic gewinnt vor Almeida und Jürgen Hart. Und Lennart Kemner wird aus deutscher Sicht Vierter, verpasst damit leider knapp das Podest. Basketball-Bundesliga, da hat Bayern München gewonnen in Bayreuth. Die Oldenburger schlagen Braunschweig und somit bleibt vorne in der Tabelle eigentlich alles beim Alten. Bonn und Berlin mit 2 Niederlagen weiter an der Spitze. Die Bayern mit 6 Niederlagen auf Platz 3 und mit jeweils 7-mal verloren Oldenburg und Ludwigsburg auf 4 und 5. Aber wir erinnern uns dran, in der BBL gibt es ja noch Playoffs hinten dran. Da ist noch lang nichts entschieden anhand dieser Tabelle. Apropos Playoffs, in der DEL 2 gab es das letzte Spiel. Lausitzer Füchse gewinnen in Freiburg.
aus der Playoff-Qualifikationsrunde, damit die Füchse stehen im Viertelfinale. So, die Lausitzer Füchse, das wollte ich sagen. Was für ein Lapsus. Wir gehen nach Indian Wells zum Tennis. Alexander Zverev hat dort 3 Sätze gebraucht gegen Rusevori. Hat sich aber durchsetzen können, ist eine Runde weiter. Kaspar Ruud ist ausgeschieden gegen Garin. Das ist so ein bisschen eine erste kleine Überraschung, die es gestern gab. Tatjana Maria bei den Damen leider raus gegen Kasatkina. Ansonsten Pegula weiter, Sakkari weiter, Jabeur weiter. Das ist jetzt alles, keine dramatischen Überraschungen, würde ich sagen, die passiert sind. Das sind die Favoriten, die sich durchgesetzt haben. Und wer Bock hat auf mehr Tennis aus Indian Wells, heute geht es schon los um 19 Uhr auf Sky Sport Tennis. Und dann könnt ihr gucken bis morgens früh um 6 vom Herrenturnier. Ich sage es immer wieder, die Damen gibt es dieses Jahr noch auf Tennis Channel gegen extra Abo. Aber die Männer könnt ihr gucken. Da sind heute unter anderem am Start Andy Murray, Stan Wawrinka spielt, Taylor Fritz spielt, Felix Auger-Aliassime könnt ihr dort erleben und weitere. Also wer Lust hat, einfach reingucken bei Sky Tennis. So, Hockey habe ich schon angesagt, Skispringen habe ich gesagt, Tennis habe ich gesagt und so weiter beim Fußball, würde ich sagen. 2 Spiele heute Abend aus Italien, 20:45 Milan gegen Salernitana auf der DAZN und um 21 Uhr Girona gegen Atletico Madrid auf der DAZN aus der spanischen Liga. Das sind doch schon mal 2 ganz nette Dinge mit 2 recht bekannten Teams drin. Mehr gibt es heute aber nicht, die dritte Liga auch nicht. Die machen ja Pause, weil sie ja englische Woche spielen werden, Dienstag, Mittwoch. Hatte ich gestern schon gesagt. Gut, sind wir durch mit allem außer den Tabellen? Ja, dann konzentrieren wir uns jetzt auf die Tabellen der deutschen großen Ligen. Ich nehme euch mit auf die Reise. Achtung, gleich sind wir da. So, kennt ihr inzwischen ja schon immer der Flug hier über den Schreibtisch. Das ist die Bundesliga, 10 Spieltage vor dem Ende. Wir haben die Bayern jetzt 2 Punkte vor Dortmund, weil die Dortmunder ja im Revierderby nur unentschieden gespielt haben. Ist diese kleine Lücke jetzt entstanden, ist aber noch kein Beinbruch für die Dortmunder. Schalke hat zwar den Punkt abgeknöpft, aber trotzdem ist klar, 2 Punkte, es gibt noch ein direktes Duell. Da kann also Dortmund noch aus eigener Kraft Meister werden. Besonders heiß finde ich jetzt ja hierhin die Situation um die weiteren europäischen Plätze. Champions League 3, 4 und Europa League 5. Leipzig, Union und Freiburg jetzt alle 3 punktgleich nach diesem Spieltag. Die Frankfurter in Lauerstellung momentan auf dem Conference League Platz, wenn nicht der Pokalsieger aus diesem Sextett kommt. Denn wenn das der Fall ist, werden die Frankfurter Europa League spielen und dann würde der 7. nachrutschen in die Conference League. Und es sind ja alle 6, das sehen wir hier im PV, Pokalviertelfinale, noch drin. Sollte der 7. Platz aber frei werden für die Conference League, haben wir hier diese Herrschaften, Mainz, Wolfsburg, Leverkusen, die da also ein gesteigertes Interesse haben werden, noch international mitzuspielen. Gerade Leverkusen mit dem Sieg gestern in Bremen hat sich hier wieder zurückgemeldet. Gladbach, Bremen bilden das Mittelfeld, Köln, Augsburg, so das erweiterte Mittelfeld. Wobei den Kölnern muss man mal gucken, ob die nicht weiter noch nach unten rutschen. Die haben die letzten Spiele jetzt einiges an Boden verloren und die Abstiegszone ist jetzt nicht mehr so weit. Aber da unten ist sie und da wird es muckelig. Die Hoffenheim, ein neues Schlusslicht nach ihrer Niederlage diese Woche. Schalke davor, Stuttgart Relegationsplatz momentan und vor allem die Bochumer haben sie natürlich hier kräftig nach oben gespielt, aus dem Keller wieder. Es bleibt spannend, aber da mal gucken, was da noch mit den Zweien ist. Die sind noch nicht ganz aus dem Schneider, würde ich mal sagen. Nächste Woche dann die Fortsetzung. Wir gucken in die zweite Liga und da ist es vorne tatsächlich richtig eng geworden. Wir haben unser Spitzentrio hier. Darmstadt verliert am Samstag gegen Bielefeld, das hatte ich gestern schon gesagt. Und habe dann auch noch gesagt, mal gucken, was die Konkurrenz macht, was ist passiert. Heidenheim unentschieden und der HSV verliert ebenfalls in Karlsruhe. Das heißt, sie bleiben weiter eng zusammen. Eigentlich ist noch gar nichts passiert, für alle 3 weiterhin alles möglich. Und die Konkurrenz, wir müssen ein bisschen rauszoomen, da sind wir, die Konkurrenz ist ein bisschen näher gekommen, es sind trotzdem hier noch 7 Punkte Lücke natürlich. Paderborn auf der 4 jetzt momentan, Düsseldorf, Lautern und St. Pauli. Gerade St. Pauli mit seiner aktuellen Siegesserie hat aber halt auch allein auf die Heidenheimer noch 9 Punkte Rückstand. Mal gucken, es sind noch 10 Spieltage, da kann also noch was passieren. Das wird für Karlsruhe, Kiel und Hannover nicht mehr zutreffen, denke ich mal. Wir gucken auch hier nach unten, da sehen wir, hat sich alles ein bisschen aufgereiht. Das war alles ein bisschen kompakter letzte Woche. Liegt aber dran, dass Bielefeld ja unter anderem gewonnen hat. Regensburg hat gewonnen, hat sich damit hochgespielt auf den Relegationsplatz. Und jetzt momentan Sandhausen und Braunschweig auf den direkten Abstiegsplätzen. Aber auch hier möchte ich Magdeburg, Nürnberg und Fürth noch nicht freisprechen vom Kampf um den Klassenerhalt. Die könnten da durchaus auch noch da unten eine Rolle mitspielen. Wir gehen in die Frauenbundesliga, noch 8 Spiele hier.
Wolfsburg weiterhin 2 Punkte vor Bayern. Da hat sich am Wochenende nichts groß dran getan. Hoffenheim und Frankfurt rangeln um den 3. Champions-League-Platz. Die Frankfurter jetzt eingeholt momentan von Hoffenheim, aber die haben noch ihr Spiel nachzuholen. Wir sehen hier den Stern, das heißt Nachholspiel noch für Frankfurt. Die anderen werden nicht mehr rankommen, denke ich mal. Freiburg, Essen, Leverkusen. Aber da gucken wir auf den Abstiegskampf. Erstmal ganz kurz Potsdam. Ihr seht die Pünktchen. Das sind inzwischen 9 Punkte, die ich hier nicht mehr alle aufführe. Potsdam ist fertig, das wissen wir. Aber hier Bremen und Köln. Jeweils noch mit einer Möglichkeit, einen Dreier zu holen und dann hier Meppen und Duisburg anzudocken. Die sind noch nicht aus dem Schneider, was den Abstiegskampf anbetrifft. Bei 8 Spielen, ich glaube, Leverkusen und Essen wird es nicht mehr erwischen. Aber hier dieses Viererpack, da dürfte der 2. Abstiegsplatz dann über die Bühne gehen. Oder über die Ladentheke, sagt man, glaube ich. So, und dann haben wir die 3. Liga. Das sind noch 12 Spiele. Davon werden in der kommenden Woche allein schon mal 2 ausgetragen. Elversberg, Freiburg. Bisher waren die Pünktchen zwischen Elversberg und Freiburg. Jetzt habe ich sie nach unten verschoben, weil Freiburg immer weiter klettert. Wieder gewonnen am Wochenende. Elversberg nur unentschieden gespielt. Und schon sind die Freiburger bis auf 4 Punkte dran. Das wird Elversberg nicht groß jucken. Da geht es nur um die Schale. Die könnte Freiburg sich holen. Und dann sind sie aber raus aus dem Aufstiegsrennen. Elversberg wäre trotzdem aufgestiegen bei dem aktuellen Stand. Und dazu der Sieger aus dieser Gruppe. Und die wird auch immer gemütlicher, muss ich sagen. Wiesbaden auf der 3 noch, die eigentlich die 2 ist. Nein, es ist eigentlich die 3, die aber gefühlt die 2 ist, weil es der 2. Aufstiegsplatz ist. Das hier wäre der Relegationsteilnehmer Osnabrück im Moment und das wäre der letzte DFB-Teilnehmer, DFB-Pokalteilnehmer Mannheim noch. Dresden und Saarbrücken hängen aber ganz dicht auf der Pelle und wenn man sich dieses Gruppetto hier an, ne Gruppetto wären die ganz hinten, aber diese Gruppe hier anguckt, dann weiß man, glaube ich, da kann auch noch unheimlich viel passieren in den nächsten Wochen. Da gibt es noch direkte Duelle zwischen denen. Das wird noch heiß und vor allem sind ja auch Vereine dabei mit sehr heißen Fans hinten dran. Osnabrück, Mannheim, Dresden, Saarbrücken und die Wiesbadener mischen auch noch mit. Naja. Dann kommt die Lücke und dann sehen wir plötzlich 1860 in die 60er, die hier sich auch natürlich gerne dazwischen sehen würden, zwischen diesen Mannschaften. Die Realität zeigt aber, sie stehen hier unten mit Viktoria Köln, SC Verl und Ingolstadt im Mittelfeld der Tabelle. Naja, nicht der Anspruch von 1860, aber was willst du machen? Dafür sieht es nach unten hin ganz gut aus. Die Lücke ist groß genug zum Abstiegsbereich. Und da haben wir dieses Sextett jetzt. Wir sind ja bei Meppen und Oldenburg, haben ein bisschen reißen lassen müssen. Und dafür Dortmund, Zwickau, Halle, Bayreuth hier ja so ganz knapp zwischen rettendem Ufer 25 Punkte und Abstiegszone momentan 24 Punkte. Da wird es unter der Woche jetzt, glaube ich, bei der englischen Woche noch sehr viel Freude geben mit diesen Teams. Das waren die deutschen Ligen. Bin ich wieder. Und die internationalen Ligen, die gibt es dann wie gewohnt morgen im Dienstagsvideo. So, kriege ich mich wieder einigermaßen aufgestellt. Ja. Und hat sich auch was getan. Aber international warte ich immer gerne nochmal ab, bis dann die, gerade wenn jetzt heute Abend Atletico und Milan noch spielen, das verwurschteln wir dann noch oben drin und dann machen wir das alles in Ruhe morgen. Gut, für heute sind wir durch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns wieder, wenn ihr Lust habt, morgen zum Frühsport. Danke fürs heute Zuschauen und habt einen guten Start in die Woche. Bis dann. Ciao.